Kliniktasche, Wochenbetttasche, Kreißsaaltasche. Was brauche ich aber eigentlich im Kreißsaal und auf der Wochenbettstation? Genau darüber sprechen wir in diesem Video. Ihr seht es, ich habe hier euch schon einiges zusammengestellt, was vielleicht Inhalt von euren Taschen sein könnte. Dazu habe ich euch auch eine Checkliste in die Beschreibung gestellt, die ihr euch ausdrucken könnt und die ihr dann auch abarbeiten könnt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Mein Name ist Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und Mama von mittlerweile 4 Kindern. Und hier auf meinem Kanal dreht es sich rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Also wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, abonniere direkt den Kanal. Warum 2 Taschen packen für die Klinik? Ja, ich empfehle meinen Patientinnen sehr häufig 2 Taschen zu packen und auch ich selber habe bei Marlenes Geburt 2 Taschen gepackt, weil ich es einfach praktisch finde, eine Tasche für den Kreißsaal zu haben und eine für die Wochenbettstation. Dann ist es so, dass ich immer sage, entweder so eine Tasche, die ihr gut auch alleine tragen könnt, also sie darf nicht zu schwer sein, oder vielleicht so einen kleinen Rollkoffer, den ihr hinter euch herziehen könnt, sodass ihr gar nicht schleppen müsst. Zudem ist es auch so, dass ich sagen muss, dass die Wochenbetttasche doch deutlich mehr Inhalt umfasst. Ihr seht es hier, hier ist wirklich viel mehr Kram, den man einpackt für die Wochenbettstation. Und im Kreißsaal braucht man in der Regel gar nicht so viel. Und im Kreißsaal ist es natürlich auch so, dass der Platz begrenzt ist. Das heißt, es ist sinnig, dort auch nicht so viel mitzunehmen. Als erstes würde ich jetzt mit der Kreißsaaltasche beginnen oder mit der Tasche für die Geburt. Also, ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall 1 bis 2 Schwangerschaftsleggings, Jogginghosen, irgendwas, wo drin ihr euch gut bewegen könnt, ihr euch wohlfühlt, ihr zum Beispiel auch euch im Kreißsaal bewegen könnt oder nochmal auch Treppensteigen gehen könnt. Also irgendwas, was sich wirklich angenehm für euch anfühlt und euch nicht einschränkt in der Bewegung. Eine enge Jeans zum Beispiel wäre vielleicht für den Kreißsaal nicht so angezeigt. Und ich würde auch 1, 2 Hosen wirklich mitnehmen oder Leggings oder was ihr auch immer benutzen wollt. Falls zum Beispiel die Fruchtblase springt oder wenn sich der Muttermund öffnet, kann es auch immer ein bisschen bluten etc., dass ihr euch einfach nochmal umziehen könnt, falls eine Hose vielleicht nass geworden ist, weil genauso war es bei mir. Bei meiner großen Tochter ist die Fruchtblase gesprungen und ich hatte nur eine einzige Schwangerschaftsleggings dabei, die dann nass war und dann hatte ich nichts mehr zum Anziehen. Das war, könnt ihr euch vorstellen, ziemlich unpraktisch. Mein Mann hat dann immer die Hose getrocknet unter der Wärmelampe im Kreißsaal. Das war super. Also auf jeden Fall genug Wäsche ist wichtig, auch damit ihr euch nach der Geburt, wenn ihr mögt, nochmal umziehen könnt. Dann auf jeden Fall genau das gleiche mit Oberteilen. Ich hatte immer so 2, 3 Oberteile, T-Shirts von meinem Mann mit. Das war immer angenehm, schön, locker, luftig. Fiel das einfach so über den Bauch. Und es hat auch nicht gestört, wenn die CTG-Gurte um den Bauch waren, wenn die Herztöne abgeleitet wurden vom Baby, fielen quasi diese weiteren T-Shirts ganz gut einfach darüber, als wenn man sowas ganz Enges anhat. Das ist dann manchmal ein wenig hinderlich. Und auch gerne da wieder ein paar mehr einpacken. Genau das gleiche Prinzip. Ihr könnt schwitzen unter der Geburt, dann wollt ihr euch vielleicht umziehen. Nach der Entbindung bekommt ihr euer Baby ja auch direkt auf die Brust und wollt euch danach vielleicht dann nochmal umziehen. Also da würde ich einfach auf genug Kleidung achten. Dann auch immer ganz wichtig, Socken einpacken. Denn ab einem gewissen Punkt oder auch Fortschritt der Geburt verbleibt man ja meistens dann im Kreißsaal und bewegt sich dann dort und zieht dann auch häufig die Schuhe aus. Barfuß rumlaufen würde ich nicht im Kreißsaal. Erstens wegen der Rutschgefahr und zweitens auch aus hygienischen Gründen. Und dann würde ich einfach so rutschfeste Socken einpacken. Das ist natürlich von Vorteil, weil dann ist es nicht glatt oder rutschig irgendwie im Kreißsaal auf dem Boden. Und auf jeden Fall auch dahingehend dann noch Schuhe einpacken, mit denen ihr euch gut bewegen könnt. Also falls ihr zum Beispiel nochmal Treppensteigen geschickt werdet oder nochmal spazieren gehen wollt, auf jeden Fall Schuhe, in die ihr reinkommt ohne Hilfe, aber auch gut so leicht reinrutschen könnt, aber trotzdem einen festen Stand habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei den Socken ist nochmal zu sagen, da würde ich auch wirklich so 1, 2 Paar schon einpacken. Auf jeden Fall, falls die nämlich nass werden, dass ihr die dann ausziehen könnt und neue Socken anziehen könnt. Erstens ist das natürlich unangenehm mit nassen Socken und zweitens kann es sein, wenn die Füße kalt werden, dass das wehenhemmend sich auswirken kann. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, ob ihr Unterwäsche braucht im Kreißsaal unter der Geburt, ihr bekommt da in der Regel so Netzhöschen und deswegen braucht ihr nicht extra Unterwäsche einpacken. Dann, wenn ihr lange Haare haben solltet, können die auch ziemlich störend sein unter der Geburt. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn ihr in verschiedenen Geburtspositionen euch befindet, die Haare immer im Gesicht rumhängen oder wenn man zum Beispiel eine PDA bekommt, auch dann müssen die Haare natürlich irgendwie weggebunden werden. Wenn man in den OP fährt etc., ist es immer sinnig, Haargummis dabei zu haben, damit man die Haare einfach aus dem Weg binden kann. Da würde ich auch mehrere mitnehmen. Dann würde ich euch immer empfehlen, einen Lippenpflegestift oder eine Lippenpflegecreme mitzunehmen, denn durch die tiefe Bauchatmung kann es immer sein, dass die Lippen stark austrocknen und dann ist es ganz nett, wenn man sie ein bisschen eincremen kann.
Dann ein Massageöl oder ein Badeöl. Auch das könnt ihr mitnehmen in den Kreißsaal, wenn ihr euch vorstellen könntet, dass ihr das mögen könntet unter der Geburt. Massage einfach hier hinten zum Beispiel im Kreuzbeinbereich. Oder wie gesagt, wenn ihr gerne baden geht und denkt, ja, das will ich unter der Geburt probieren, könntet ihr auch ein Badeöl mitnehmen. Natürlich haben die im Kreißsaal auch etwas vor Ort, aber wenn ihr sagt, ich möchte jetzt das spezielle Öl quasi mitnehmen, dann packt euch das auf jeden Fall ein. Dann nehmt euch auf jeden Fall etwas mit als Verpflegung, denn eine Geburt ist wahnsinnig kräftezehrend, ist anstrengend und ihr braucht das zwischendurch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch wirklich bei Kräften haltet. Nehmt euch irgendetwas mit, was ihr gerne und gut nebenbei essen könnt. Ich hatte zum Beispiel eine Banane dabei, das fand ich total gut, einfach auch so zwischendurch zu essen. Nüsse nehmen viele mit, so Müsli-Riegel, Proteinriegel, sowas könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen in den Kreißsaal. Dann denkt daran, zum Beispiel eine Kamera mitzunehmen oder benutzt euer Handy, euer Smartphone, um Fotos zu machen. Denn diese Fotos direkt nach der Geburt sind ja immer was ganz, ganz Besonderes. Und ich ja, würde auf jeden Fall diesen Moment festhalten, habe ich zumindest immer bei meinen Kindern gemacht, weil ich es einfach wahnsinnig schön finde, sich das hinterher anzuschauen. Deswegen auf jeden Fall entweder an eure Kamera denken oder an euer Handy und dann ans Ladekabel. Denn das ist ja so etwas, was man gerne und häufig vergisst. Und vor allem denkt auch daran, nach der Geburt ist aus dem Kreißsaal wieder mit rüberzunehmen auf die Wochenbettstation. Dann, was ich auch wahnsinnig angenehm empfunden habe unter der Geburt und was meine Patientinnen auch immer rückmelden, was sie positiv wirklich beeinflusst hat, ist einfach ein Endgerät dabei zu haben, auf dem man Musik abspielen kann. Also ein Handy, ein Smartphone, ein iPad, eine Box, irgendwas, worauf ihr Musik abspielen könnt, die ihr von zu Hause kennt. Eine Playlist, die ihr entweder nur für die Geburt erstellt oder die ihr sonst auch schon zu Hause hört. Einfach etwas, ja, womit ihr was Heimisches verbindet, weil das entspannt einen einfach auch unterbewusst. Ich habe das unter der Geburt zum Beispiel auch nebenbei laufen lassen und fand das total gut. Dann noch was anderes, was einen auch an zu Hause erinnert. Irgendwelche Sachen, die ihr gerne zu Hause benutzt, Lieblingsgegenstände, wie zum Beispiel ein Kissen, womit ihr gerne einfach zu Hause im Bett liegt. Irgendwas, was ihr mit zu Hause verbindet und was euch ein vertrautes Gefühl gibt, denn auch das kann die Geburt natürlich positiv beeinflussen. Und dann natürlich der Mutterpass. Bitte, bitte nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, wird im Kreißsaal wirklich dringend gebraucht. Mutterpass einpacken, Versichertenkarte mitnehmen, auch das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr zum Beispiel einen Geburtsplan etc. erstellt habt, packt das in den Mutterpass, dass das auch direkt sichtbar ist für die Kolleginnen im Kreißsaal. Und aufgrund der aktuellen Situation denkt auf jeden Fall daran, eure Maske einzupacken. Ich würde euch empfehlen, eine FFP2-Maske zu nutzen. Aber ich weiß auch aus Erfahrung, dass viele Schwangere, und auch bei mir selber war es so, nicht so gut mit FFP2-Masken atmen können. Ansonsten könnt ihr auch eine normale OP-Maske mitnehmen. Aber denkt da auf jeden Fall dran, ich würde auch nochmal eine Ersatzmaske einpacken für den Fall der Fälle. Und ein Desinfektionsmittel würde ich auch mitnehmen. Gibt es natürlich auch überall im Kreißsaal. Aber trotzdem, wenn man eins dabei hat, gibt das auch immer noch mal ein bisschen Sicherheit. Und jetzt geht's weiter mit der Wochenbetttasche. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es deutlich mehr Kram ist für die Wochenbetttasche. Und ich würde jetzt wieder mit euren Klamotten, also mit eurer Kleidung anfangen, was ihr da so auf der Wochenbettstation braucht. Und im Prinzip ist es ähnlich wie im Kreißsaal. Ich würde schauen, dass ihr bequeme Kleidung mitnehmt, die euch nicht einengt, die nicht auf den Bauch drückt, die nicht gegebenenfalls an Nähten Reibung herstellt etc. und die auch nicht vielleicht direkt hier unten endet, falls zum Beispiel eine Kaiserschnittnarbe ist, dass dort keine Einschnürungen etc., ja, Reizung an der Narbe hervorgerufen werden. Deswegen auch da Schwangerschaftsleggings, Schwangerschaftsjogginghosen, irgendwas, wodrin ihr euch gut bewegen könnt und wodrin ihr euch wohlfühlt. Und da würde ich auch schauen, dass ihr ausreichend mitnehmt. Also pro Tag würde ich schon so eine Hose rechnen, denn es ist ja durchaus so durch den Wochenfluss, dass man vielleicht auch mal nebenher blutet und dass man dann vielleicht auch mal die ein oder andere Hose mehr benötigt. Und dann würde ich auch bei den Oberteilen darauf achten, dass ihr wirklich lockere und bequeme Kleidung mitnehmt. Irgendwas, was man gut so oben drüber werfen kann, was euch auch nicht einengt. Gerade wenn man auch stillt, ist es ja so, dass die Brust auch noch mal 1 bis 2 Körbchengrößen wirklich an Wachstum zunehmen kann. Und da mögen es viele Frauen auch nicht, wenn sie etwas zu Enges, zu Einengendes anhaben, an ihrem Körper haben. Wichtig ist auch, dass es nirgendwo einschnürt, damit es nicht einen Milchstau etc. hervorrufen kann. Also da wirklich auf bequeme Kleidung setzen. Und es ist auch so, dass man nach der Geburt ja die Hormonumstellung hat und dadurch auch vermehrt schwitzen kann. Und auch dann ist es natürlich sinnig, wenn man Sachen dabei hat, um sich öfter umzuziehen.
Viele Frauen finden es auch sehr angenehm, Oberteile dabei zu haben, die man vorne aufknöpfen kann, weil das das Stillen erleichtert. Man kann die Bluse aufknöpfen und kann dann quasi direkt anlegen. Also schaut euch da auch mal um, was sich für euch gut anfühlt. Dann zum Beispiel so Stilltops sind auch immer angenehm und praktisch, weil man auch dadurch das Kind schnell anlegen kann, einfach hier den BH runterklappen kann oder das Stilltop und es einfach super praktisch ist, finde ich. Und häufig ist es so, dass Stilltops auch direkt nach der Geburt ganz gut passen. Die Brust muss sich ja erstmal so ein bisschen einpendeln. Ihr wisst noch nicht, wie groß wird die Brust wirklich und dann ist es manchmal mit den Still-BHs so ein bisschen schwierig und viele meiner Frauen greifen deshalb auf Stilltops oder Stillbustiers erstmal zurück. Dann auch immer schön Strickjacken, denn ihr sollt ja ganz viel nackten Körperkontakt mit eurem Mäuschen herstellen. Das ist einfach wahnsinnig schön, total gut fürs Urvertrauen, für Bindungsaufbau und auch ein wahrer Milchbooster. Und wenn ihr eine Strickjacke dabei habt, euer Baby wirklich nackig auf eure Brust legen könnt und dann die Strickjacke so um euch rumschlagen könnt, ist das erstens wahnsinnig schön und zweitens bleibt euer Mäuschen schön warm. Zum Thema Bonding habe ich auch ein Video. Schaut euch das unbedingt an. Ich verlinke euch das in der Beschreibung. Dann könnt ihr da reinschauen. Dann, was auch immer wichtig ist, natürlich auch ausreichend Socken und an Unterwäsche denken. Im Prinzip braucht ihr keine Unterwäsche mitnehmen, denn ihr habt ja auf Station diese Einmalnetzhöschen und ich finde die wahnsinnig praktisch, weil erstens sind die hier ja so durchlöchert, das heißt, da kann die Luft ganz gut zirkulieren und wenn man Nähte hat, kommt da Luft dran. Zweitens, wenn man nebenher geblutet hat, kann man die einfach hier an der Seite aufreißen und dann wegwerfen. Und die sind halt super elastisch, das heißt, wenn ihr Nähte irgendwo haben solltet, also wenn ihr entweder im Scheidenbereich Geburtsverletzungen habt oder eine Kaiserschnittnarbe habt, dann sind die wirklich so elastisch, dass die eigentlich keine Reibung verursachen. Falls ihr eure eigene Unterwäsche mitnehmen wollt, dann ist wichtig, immer auf das Material zu achten. Baumwollunterwäsche empfiehlt sich dort einfach auch, damit die Luft zirkulieren kann und die Haut atmen kann. Und ganz wichtig, dass sie entweder wirklich weit unten im Intimbereich enden oder halt wirklich weiter oben deutlich, falls man, wie gesagt, eine Narbe hat durch einen Kaiserschnitt. Dann ganz, ganz wichtig, denkt an eure Badelatschen. Ihr dürft ja auf der Wochenbettstation dann duschen gehen und da ist es einfach aus hygienischen Gründen wichtig, Badelatschen dabei zu haben. Dann Handtücher einpacken. Das ist ja auch immer so ein Punkt, der öfter auch schon für Aufruhr gesorgt hat. Es ist so, dass die meisten Kliniken für ihre Patientinnen keine Handtücher bereitstellen. In den meisten Kliniken ist es so, ist auch meine persönliche Erfahrung und auch höre ich das immer wieder von meinen Patientinnen. Aber fragt gerne nochmal explizit bei eurer Klinik nach, entweder bei der Klinikanmeldung oder beim Infoabend, wie das ist, ob ihr Handtücher mitbringen müsst oder nicht. Denn die nehmen natürlich ganz schön viel Platz weg, das muss man schon sagen. Und durch den Wochenfluss, man blutet ja, wenn man dann duschen geht, braucht man in der Regel pro Tag auch ein Handtuch. Also das macht dann schon relativ viel Umfang in der Wochenbetttasche. Dann eure Hygieneartikel, also das, was ihr in eurem Alltag zu Hause auch braucht. Zahnbürste, Zahnpasta natürlich, dann Duschgel, Shampoo, Bodylotion, wenn ihr sie benötigt im Alltag und Deo könnt ihr auch mitnehmen. Immer darauf achten, dass die Dinge nicht parfümiert sind oder wenn, dann nur minimal parfümiert sind. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Babys lassen sich davon irritieren, wenn Mama nicht nach Mama riecht, sondern nach irgendetwas anderem, nach irgendwas stark Parfümierten. Das ist wichtig und wenn ihr duschen geht und euch wascht, auch einfach diesen Bereich hier aussparen, dass hier an dem Bereich, wo euer Baby dann auch liegt, ihr den nackten Körperkontakt herstellt, wirklich ihr nach eurem eigenen Geruch duftet, weil das lieben die Kinder und das ist halt für die wirklich das Allerschönste und das schafft auch ganz viel Sicherheit. Wenn ihr euch die Haare wascht, gerne einfach nach hinten auswaschen, dass quasi das Shampoo nicht über die Brust läuft und hier auch nicht eincremen oder irgendwas. Das ist wichtig und bitte hier auch kein Parfüm oder irgendwie sowas hinsprühen nach Möglichkeit. Darauf würde ich achten. Und was ich auch super praktisch finde, sind diese kleinen Fläschchen hier. Die hatte ich auch dabei bei Marlenes Geburt. Da kann man sich einfach ein bisschen was reinfüllen von seinem gewohnten Duschgel-Shampoo von zu Hause und hat nicht diese riesen Dosen oder Flaschen immer mit dabei, weil das ist halt auch ja, immer schwer und ich finde, nimmt auch viel Platz weg. Da bitte nochmal drauf achten, ihr könnt euch auch im Intimbereich nur mit klarem Wasser in den ersten Tagen und Wochen waschen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ihr aber ein Duschgel verwenden wollt, dann bitte immer eine pH-neutrale Intimwaschlotion benutzen. Falls ihr stillen wollt,
hatte ich ja schon gesagt, vielleicht so ein paar praktische Stillbustiers. Wenn ihr einen Still-BH zu Hause habt oder einen mitnehmen möchtet, dann nehmt euch einen mit oder auch zwei mit. Schaut da, wenn ihr den in der Schwangerschaft kauft, dass der auf jeden Fall 5 cm mehr Umfang hat und am besten eine Körbchengröße schon mal größer, denn eine Körbchengröße machen wirklich ja in der Regel alle Frauen, wenn sie den Milcheinschuss haben. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall was mitnehmen. Dann ein Stillkissen finde ich auch immer sehr praktisch, einfach zum Stillen, damit man das Baby etwas leichter lagern kann. Muss man aber nicht, ist nicht zwingend notwendig. Viele Kliniken haben auch Stillkissen. Ich habe immer gerne mein eigenes mitgenommen, fand ich einfach immer sehr angenehm. Das ist jetzt hier so eine kleinere Variante. Es gibt aber ja auch diese großen, langen Stillkissen, die sind auch sehr praktisch. Und ich finde, die helfen einem auch manchmal nachts besser zu schlafen. Auch das entlastet einen, wenn man sich zum Beispiel seitlich hinlegt und ein Bein darüber legt. Finde ich, entlastet das auch immer ganz gut die Geburtsverletzung und den Beckenboden. Und was auch immer ganz gut geht, wirklich die Babys damit so ein bisschen zu umranden. Zum Beispiel, wenn man nachts mal eben schnell auf Toilette huscht, dass man sich ganz sicher sein kann, dass das Baby sicher liegt und nicht irgendwie aus dem Bett fällt. Ansonsten natürlich die Kinder immer zurücklegen in das Babybettchen, was ihr dort habt. Und ich hatte immer noch so ein kleines Stillpaket dabei. Das fand ich, ja, wie gesagt, prophylaktisch immer ganz gut, das dabei zu haben. Man braucht natürlich nicht alles zwingend. Ihr bekommt in der Klinik immer Stilleinlagen. Ich hatte meine eigenen dabei, weil ich einfach mit einer Marke besonders gute Erfahrungen gemacht habe. Aber das ist Geschmackssache. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall etwas mitnehmen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich immer so ein bisschen zu wunden Brustwarzen geneigt habe und deswegen diese Produkte mitnehmen wollte. Dann hatte ich auch immer so ein bisschen Brustwarzensalbe dabei und habe die Brustwarzen so ein-, zweimal täglich prophylaktisch schon mal ein bisschen gepflegt damit. Das fand ich auch immer sehr gut, das einfach dabei zu haben. Wenn man es dann nicht braucht, dann braucht man es nicht, dann ist es auch in Ordnung. Viele Kliniken haben das aber auch vor Ort. Ich finde das immer nett, wenn man so ein bisschen autonom ist und dann nicht ständig klingeln muss. Deswegen habe ich das eingepackt. Dann hatte ich auch nochmal so kühlende Kompressen dabei. Fand ich auch immer schön, wenn ich das Gefühl hatte, oh, die Brustwarze brennt mir jetzt so doll, dann hat mir das auch immer ganz gut Abhilfe geschaffen. Heilwolle kennen ja viele auch, kann man auch gut auf die Brustwarze machen und ja, wirkt halt entzündungshemmend und wirkt natürlich auch bei wunden Brustwarzen und auch vorbeugend, finde ich, wahre Wunder, hatte ich auch immer dabei. Und jetzt bei Marlenes Geburt hatte ich auch Silberhütchen dabei, weil ich einfach super viele Patientinnen habe, die damit ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich muss sagen, ich fand das auch sehr angenehm. Muss man natürlich nicht alles mitnehmen, aber ich fand es ganz gut, irgendwie gewappnet zu sein für den Fall der Fälle. Und jetzt kommen wir zu den Babysachen. In der Klinik ist es so, dass die Kinder ja Wäsche bekommen auf der Station und für den Nachhauseweg braucht ihr auf jeden Fall eure eigene Kleidung für euer Baby. Es macht ja auch immer super viel Spaß, finde ich, in der Schwangerschaft das Outfit rauszusuchen, was man dann mitnimmt in die Klinik. Ich würde euch empfehlen, zwei Outfits mitzunehmen. Einmal in Größe 50, einmal in Größe 56, weil man ja nie so richtig weiß, wie groß das Baby dann ist, wenn es geboren wird. Und da würde ich einfach schauen, dass ihr genug dabei habt. Da kommt es so ein bisschen drauf an, was ihr gerne mitnehmen wollt. Ich hatte immer gerne Strampler mit, weil ich finde, dass man die Kinder da wahnsinnig leicht drin wahnsinnig leicht anziehen kann, diese Strampler, dass sie sich gut da drin bewegen können. Man hat nichts, was so auf den Bauch drückt und ja, wie gesagt, sie halten immer richtig schön warm, aber natürlich könnt ihr auch ein Höschen mitnehmen, das geht auch. Dann würde ich schauen, dass ihr Bodies mitnehmt, halt auch in Größe 50, 56, gerne Langarm-Bodies, damit die Kinder einfach gut Körperwärme, gut Grundwärme am Stamm haben. Und viele bevorzugen auch einfach die Wickelbodies, die zum Knüpfen, weil sie leichter beim Anziehen sind, also leichter her vom Handling, wenn man die Kinder anzieht. Und gerade am Anfang, wenn sie noch so ganz klein und neugeboren sind, dann ist man ja auch immer sehr unsicher, ja, beim Anziehen der Mäuse. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn man Klamotten hat, die man leicht anziehen kann. Dann finde ich auch immer schön Strickjäckchen, dass man einfach so ein bisschen Zwiebellook machen kann, wenn man das Gefühl hat, oh, es ist irgendwie zu kalt, es ist irgendwie zu warm. Wie gesagt, so ein Strickjäckchen. Und dann für den Nachhauseweg braucht ihr auf jeden Fall ja entweder eine Jacke oder irgendwie einen Overall. Ich hatte hier dann so einen Wollwack-Overall. Ich hole den mal hier raus. Genau, die fand ich auch immer schön angenehm. Da kann man die Kinder auch leicht drin anziehen und sie sind halt richtig schön warm. Und dann noch entweder ein dünnes Baumwollmützchen oder ein anderes dünnes Mützchen für den Nachhauseweg. Ein paar Socken. Auch vielleicht in verschiedenen Größen, weil da ist es auch immer so eine Sache, was passt und was nicht passt. Dann Spucktücher.
Auf jeden Fall. Habe ich auch immer in verschiedenen Größen dabei gehabt. Manche mögen lieber so kleine, andere mögen lieber so große. Kann auf jeden Fall beim Füttern und beim Stillen natürlich helfen. Und kann man sich immer gut über die Schulter werfen. Braucht man immer zwischendurch. Würde ich auch mitnehmen. Und ich würde tatsächlich auch welche von zu Hause mitnehmen. Ich weiß, dass es die auch in der Klinik gibt. Aber wenn ihr die von zu Hause mitnehmt, dann riechen die auch einfach nach zu Hause und riechen nach euch. Und das mögen die Kinder natürlich wahnsinnig gerne, als wenn es nach Klinik riecht. Also auch da. Dann eine Babydecke, finde ich auch immer schön. Einfach die Mäuse mal einwickeln zwischendurch, dann kann man sie auch mal im Zimmer auf- und abtragen. Und häufig mögen die das auch gerne, wenn sie mal so ganz leicht eingepuckt werden, weil es ähnlich ist wie in der Gebärmutter. Sie haben so ein bisschen Begrenzung, da finde ich einfach immer so eine atmungsaktive Decke total toll, wenn man eine dabei hat. Und auch da das gleiche Prinzip, ist es natürlich total schön, wenn sie nach euch zu Hause riecht. Ihr könnt diese Sachen auch gerne kurzfristig in eure Wochenbetttasche einpacken und dann vielleicht noch so, ja, die letzten Tage der Schwangerschaft mit in euer Bett nehmen, weil dann riecht es auch wirklich nach euch. Also wie gesagt, Decken gibt es verschiedene. Schaut da einfach mal, was für euch passend ist. Auch eine Spieluhr, die ihr vielleicht in der Schwangerschaft schon immer mal auf den Bauch oder neben den Bauch gelegt habt, kann natürlich die Babys beruhigen. Und dann könnt ihr die, wenn ihr eine habt, natürlich auch mitnehmen. Dann wird euer Baby das mit Sicherheit auch total gerne mögen. Auch im Wochenbett ist es natürlich ganz, ganz wichtig, ausreichend zu essen und ausreichend zu trinken und vor allem regelmäßig über den Tag. Und bedenkt auch, dass ihr jetzt viel häufiger wach seid. Und dann müsst ihr euch auf jeden Fall auch ausreichend versorgen. Also denkt daran, euch auch was mitzunehmen auf die Wochenbettstation an Verpflegung. In der aktuellen Situation ist es ja so, dass man, wenn man sich auf der Wochenbettstation bewegt, auf jeden Fall auch eine Maske tragen sollte und auch immer eine Maske tragen soll, wenn Personal ins Zimmer kommt. Das heißt, nehmt euch da auf jeden Fall ausreichend Masken mit. Auch da würde ich euch empfehlen, auf FFP2-Masken zu setzen, denn natürlich ist es so, dass das Klinikpersonal auch viel Kontakt hat und um einfach ein Infektionsrisiko zu minimieren, würde ich so eine FFP2-Maske mitnehmen und vielleicht auch ein paar Ersatzmasken und natürlich Desinfektionsmittel gibt es auch immer auf der Station, aber dann habt ihr es einfach nochmal im handlichen Format immer dabei. Viele fragen auch immer, was ist mit Hygieneartikeln? Also Windeln bekommt ihr in der Klinik, Binden bekommt ihr oder Vorlagen bekommt ihr natürlich in der Klinik, diese Netzhöschen auch und auch Stilleinlagen. Also im Prinzip müsst ihr die Sachen nicht mitnehmen, nur wenn ihr etwas ganz Bestimmtes benutzen wollt, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, dann packt euch das ein. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich empfehle, die Wochenbett- und Kreißsaaltasche zu packen und einfach auch aus meiner Erfahrung bei meinen 4 Kindern. Ich habe ja auch gelernt, ihr habt ja gesehen, bei der ersten Geburt hatte ich nur eine Hose dabei. Also es hat sich etwas an Erfahrung angesammelt und meinen Patientinnen empfehle ich es auch so. Aber natürlich ist es auch super individuell. Also hört da einfach auf euer Bauchgefühl, was ihr brauchen könntet, was euch besonders wichtig ist. Das unterscheidet sich natürlich immer von Frau zu Frau und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft. Schaut auch unbedingt in unsere Checkliste rein. Zur Kliniktasche, Wochenbetttasche findet ihr in der Beschreibung und schaut auch nochmal in das Bonding-Video rein, was wir euch verlinkt haben in der Beschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video.